Moin Moin, willkommen in der Garage. Ja, unter dem letzten Video waren ja einige Kommentare, die waren auch durchaus richtig. Ich freue mich immer, wenn die Leute so genau hingucken. Diese Strebe ist natürlich nicht original. Hier geht normalerweise so eine dünne, runde Strebe, wie sie bei den alten Fahrrädern ist, von hier einmal hier rum. Und das scheint auch nicht der original Kotflügel zu sein, weil normalerweise geht der ungefähr bis hier. Da fehlt also ein ordentliches Stück. Der geht normalerweise viel weiter rüber. Nur hätte man ja noch sagen können, irgendwie, dass der Winkel dann gerade sein müsste. Aber dann passt das ja hier mit den Löchern nicht. Also keine Ahnung, was da mal passiert ist. Aber das gehört so nicht. So, und natürlich das Ritzel. Das ist fertig. Sammelt jemand Ninja-Sterne, kann er gerne haben. Das ist bestellt, aber es ist leider noch nicht da. Und ja, gut, heute wollen wir mal gucken, dass wir sie überhaupt mal zum Laufen kriegen. Und dabei ist mir nämlich bewusst geworden, wie schwierig das immer ist, wenn man ja so Fehlerbeschreibungen in den Kommentaren liest oder auch in der E-Mail, um da überhaupt dahinter zu kommen. Aber dazu gleich mehr. So, hier war ja die Fehlerbeschreibung, dass die Startkupplung nicht greift. Dass man immer treten kann und es passiert nichts. So, ich bin davon ausgegangen, weil auf dieser anderen Seite, das habe ich im anderen Video schon gezeigt, ist dieser Umschalter auf Fahrradbetrieb, den die ganz alten 442 Motoren haben. Da bin ich jetzt davon ausgegangen, dass der ab und zu nicht einrastet. Aber es ist eine ganz andere Ursache, weil, wie man sieht, hier passiert nichts. So. Also ich denke mal, wenn ich das Hinterrad schnell genug drehen würde, dann würde die Startkupplung auch greifen. Das heißt also, ein Schiebestart müsste theoretisch möglich sein. Und jetzt greift es mal wieder. Und jetzt dreht es wieder leer. Das heißt aber, der Freilaufzahnkranz ist hops. Das heißt, Hinterrad ausbauen und den Freilaufzahnkranz erneuern. Ganz eventuell kriege ich ihn auch noch gangbar gemacht, aber gut, bei der Gelegenheit hatte ich auch festgestellt, dass hier unten die Schrauben vom Schutzblech sind lose. Da muss ich nachher wohl mal rumgehen mit dem Schraubenschlüssel und mal gucken, ob alle Schrauben richtig fest sind. Wie gesagt, das Ritzel, das ich nehme an, das kommt Montag oder Dienstag. Dann wird das Ritzel nochmal getauscht. Aber dann machen wir uns jetzt erstmal an den Freilauf. So, dann heißt, hier haben wir hier, ach du Schande, das ist mit so einer Klemmung. Wie mache ich denn das? Am besten, dass ich das Hinterrad rauskriege. Weil das ist hier mit so einem, das ist ja hier mit so einer Klemme und der Bordenzug ist schon ein bisschen aufgedröselt. Das kriege ich wahrscheinlich da nicht wieder durch. Ja, müssen wir mal gucken. Notfalls muss ich da einen neuen Bautenzug ranmachen. Dann kneifen wir hier erstmal diesen einen Draht, der sich hier abgelöst hat, mal weg. Und dann lösen wir das hier erstmal. Diese ganze Federkonstruktion gehört hier auch nicht dahinter. Das soll normalerweise, das soll normalerweise von selber zurückgehen. Aber was dieses blaue Plastikding da soll, das gehört da nicht hin.
So, jetzt haben wir den Zug schon mal gelöst. Und dann nehmen wir das hinterher doch mal raus. Das stimmt hier so allerdings auch nicht ganz. Da sind die. Was ist das denn hier für eine komische Scheibe dahinter? Na gut, da können wir uns ja nochmal drum kümmern. Aber die Schrauben sind alle leichtgängig, das ist immerhin schon mal die halbe Miete. So, Kette lassen wir ablaufen. Bewegungsfreiraum haben. Kommt schon wieder dran vorbei. So, da haben wir das Hinterrad. Ja, das ist der Freilauf. Der ist leider hin. Aber das gucken wir uns mal näher an. Platz machen hier, damit ihr auch was seht. So, also der Freilauf hier, der greift nicht mehr. Wie so ein Freilauf funktioniert, habe ich ja schon mal erklärt. Da sind hier an dem Zahnkranz unter diesem Deckel ist praktisch eine Verzahnung und hier laufen federbelastete Sperrklinken, die sich so hin versperren und zurück laufen sie über diese Verzahnung rüber. Das heißt, rückwärts müsste das Ding klick, 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 klick machen, wie man das vom Fahrrad kennt, und vorwärts müsste er sperren. Das macht er hier nicht. Ich will aber mal sehen, ob ich spaßeshalber diesen öffnen kann, damit man mal sieht, wie das da drin aussieht. Mal gucken, ob wir den geöffnet kriegen. Meistens nicht, meistens ist das so fest gegammelt. Aber man kann ja mal gucken. Naja, das geht euch auf den Sack, dass das so laut ist. Ich baue das mal hin. Ja, den Deckel kriegt man nicht mehr runter. Und kriegt, da dreht sich gleich der gesamte Zahnkranz hier mit. Aber der soll ja auch runter, weil er eben halt kaputt ist. Manchmal haben die hinten einen Sechskant dran, wo man die mit einem entsprechend großen Schraubenschlüssel abkriegt. Das ist hier aber leider nicht der Fall. Da gibt es so Schlüssel, die hier reingreifen, in diese beiden Nuten,
so ganz flache Dinger. Die haben hier, das ist so ein Ding, das hat zwei Nasen, die greifen hier in diese Nuten. Dann kommt, ist hier in der Mitte ein Loch, die werden hier drauf gesetzt, dann wird hier die Radmutter rüber gesetzt, dass der sich nicht wegdrehen kann, und die haben Sechskant und damit kann man es dann lösen. So, hier haben wir einen neuen Zahnkranz und hier hört man, so soll das nämlich auch sein. Das ist ein Feingewinde da drauf. Da muss man also wirklich genau zirkeln, damit man dann irgendwann mal das Gewinde zu fassen kriegt. So wie jetzt. So. Und das zieht sich hinterher von selber fest, weil man ja mit der Pedale das tritt. Mal sehen, ob ich das jetzt mit meinem, das ist jetzt eigentlich nicht der richtige, aber so, jetzt ist er fest. So, dann kann das Hinterrad wieder rein. Und dann wollen wir mal gucken, ob dann die Startkupplung greift. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das zum Laufen kriegen hier. Benzinhahn auf. Tupfen, 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 tupfen. Ja, kommt. Wir probieren das mal ohne Kaltstarter. Ich glaube, das ist noch warm genug. Nö. Mit. Gut. Also. Die Startkupplung greift. Aber das hört sich so an, als hätten wir keinen Zündfunken. Da kommt ja wohl nichts. Zack. Na, dann gehen wir doch nochmal auf die Suche, ne? So. Drehen wir doch erstmal die Kerze raus. Der Sprit lief zumindest bis zur Schwimmerkammer. Ja, ui. Ui, ist die nass. Ja, weiß nicht, kann man das sehen? Pitschnass. Das sieht nicht nach Zündfunken aus. Das ist natürlich die große Frage, warum? Die Frage nach dem Warum. Da die Antwort auf alles ja eigentlich 42 ist, bringt mich das jetzt aber auch nicht weiter. Aber die Kerze ist sowas von... Oh. Das stinkt hier nach Sprit. So, wie mache ich denn das jetzt? Ein bisschen am Polrad drehen, aber dann muss ich erstmal den Polraddeckel runternehmen. Mal jetzt draufklettern und gleichzeitig treten und gucken, ob ich da einen Zündfunken kriege. Das ist dann wohl auch ein bisschen. Ein bisschen mühselig. Aber jetzt gucken wir das erstmal. Lappadappadu, jappadappadu. Öffnen die Kontakte überhaupt? Weil wenn die nicht öffnen, können wir lange auf einen Zündfunken warten. Wir warten aufs Christkind. Ja. Gehen auf.
schon ein bisschen sehr weit, aber das können wir ja mal messen. Oder ist hier wieder der berühmte Kurzschluss im Kabel irgendwo? Da wieder irgend sowas. So, wir haben ja hier links drehend. Das heißt, ja, die öffnen viel zu früh. Die öffnen ja viel zu früh. Sind jetzt schon auf. Gut, Mikrometerschraube rausholen und mal gucken, wann die öffnen. So, hier hat schon mal jemand Markierungen gemacht. Das Kabel mal ein bisschen wegnehmen hier. Und zwar einmal das auf sehen auf der Kamera. Da einmal und auf dem Polrad hier und da. Das heißt also, irgendjemand hat da schon mal Zündmarkierung und irgendwas drauf. Nur, das passt überhaupt nicht überein. Also ich mache die Markierung jetzt mal neu. Und mal gucken, wie das dann aussieht. Also mit dem Edding nochmal diesen Strich hier und dann hier nochmal einen Strich. Und dann haben wir nämlich 2 mm, 2 bis 2,2 vor OT soll er haben. So, da der Motor links drehen ist, ist das jetzt hier immer ein bisschen blöd mit dem. Aber da kommt null Zündfunken. Null, absolut null. Da kommt jetzt was. Der Kerzenstecker kaputt. Kommt der gegen. Das wäre ja interessant. Nicht, dass der durchschlägt. Dann gibt es natürlich keinen Zündfunken. Wenn der hier innen drin durchschlägt gegen Masse, dann wird er natürlich immer permanent gleich wieder kurz geschlossen. So, dann gucken wir mal hier, ob jetzt hier ein Zündfunken kommt. Da kommt ein 1er Zündfunken. Das ist ja schon mal wieder gediegen. Dann gucken wir jetzt mal, ob vom Kerzenstecker Masse was gegen den Zündfunken, gegen den Zylinder kommt. Dann wäre der. Nö. Das ist ja spannend. Kerze rein. Kerze da drauf legen. Sind die Kerzen kaputt? Oder ist sie so versoffen? Probieren wir mal eine andere Kerze aus. Die macht so den Eindruck, als wenn sie nicht will. So. Andere Kerze rein. Ah. Gleich ein ganz anderer Schnack, ne? So. Spannung wächst. Ob da jetzt ein Tönchen kommt. Zack, Gummimütze wieder drüber. Kerzenstecker. Achso, der kommt hier jetzt
Hier so hinter dem Halter durch, drauf. So, Spannung wächst. Nochmal wieder runterlassen und nochmal einen Startversuch. Oder? Und noch ein Versuch. Und jetzt spritzt alle. Also, angesprungen, würde ich sagen, ist sie. Spritzt auf. Aber so richtig doll war das noch nicht, ne? Nö. Puh. Das ist immer anstrengend. Da stimmt was noch nicht. Da stimmt was noch nicht. Puh, erstmal Garagentor auf. So. Dann gucken wir doch nochmal. Was mit dem Vergaser eventuell los ist. Schlauch ab. Den mache ich mal hier ab. Lecker Sülz. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Auf jeden Fall alles ganz schön nass hier. So, wollen wir mal gucken, was wir da haben. Stinkt ganz schön. So, Nadelventil passt. Düse ist aber auch frei. Das ist auch frei, das ist ja merkwürdig. Ja, ja. Jo. Also, gute Frage. Was ist das los? Was ist da los? Oder liegt der Fehler dann doch auf der Zündungsseite? Aber sie hatte ja eben eigentlich einen ganz schönen Funken. Das ist schon wieder aus der Abteilung mysteriös. Oh, dann brauchen wir den mal jetzt mal wieder drauf. So, wir sind ewige rauf und runter gepumpt, ist mir aber auch zu blöd. Spritzschlauch wieder drauf.
gucken. Das sieht so aus, als hätten wir immer noch keinen Zündfunken. Oder wieder nicht. Während wir ja eben schon mal einen hatten. Das finde ich ja nun ganz schön nervig, ne? Und was nehmen wir das Polrad dann doch nochmal runter? Ist das alles Kerzenkabel denn hier irgendwo? Springt hier irgendwo was über? Eigentlich ja nicht, ne? Oh, Kerze ist nass. Kerze ist nass. So. Testen wir die Kerze nochmal. Die funkt aber wie Sau. Nicht, dass das Polrad hier durchrutscht und sich der Zündzeitpunkt verstellt. Ich nehme das Polrad doch noch mal runter. Ja, Halleluja. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum das Ding jetzt nicht so will, wie ich das will. Jedenfalls. Schwuppdiwuppdi. Das verstehe ich. Bin ich jetzt blöd? Bin ich denn jetzt völlig verblödet? Moment mal. Das ist hier ein Polrad, ja. Das hat keinen Nocken drauf. Der Nocken ist hier. Doch, da ist eine Scheibenfeder drin. Aber kommt denn. Ich guck mal, ob die Kabel hier alle fest sind. Irgendwas muss ja dafür ursächlich sein, dass der Zündfunken scheinbar manchmal aussetzt. So, Zündung habe ich wieder zusammen. Also das sieht soweit alles gut aus. Jetzt gucken wir nochmal nach dem Zündfunken hier. Das funkt wie doof. Das ist. Also irgendwas haut doch da nicht hin. Ich meine, sie sprang ja schon mal an. Und solange man Gas gegeben hat, lief sie auch. Und sobald man Gas weggenommen hat, blieb der Motor wieder stehen. Und das ist wieder so eine Geschichte. Also, scheint ja doch irgendwo ein Zeug. Irgendwie verstehe ich das nicht. Warum springt sie? Das ist ja mal merkwürdig.
Oh, mal ein bisschen grübeln. Wie man sieht, ich habe es eben noch mal probiert mit Antreten. Also wenn ich ordentlich getreten habe, irgendwann sprang sie an. Wie man sieht, sie qualmte wie Sau. Und der Witz war, ich habe dann Vollgas gegeben, weil ich dachte, sie ist sowas von abgesoffen, weil sie bläute hinten ohne Ende raus. Aber der Witz war, je länger sie lief, desto langsamer lief sie. Da habe ich einen Benziner hinzugemacht, dann fing sie an hochzudrehen. Das heißt also, irgendwas lässt die Kiste gnadenlos absaufen. Aber den Schwimmer habe ich geprüft. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Also, ich werde den Vergaser jetzt nochmal rausbauen und nochmal gucken, ob der richtig schließt. Weil Zündfunken, wie gesagt, ist kräftig genug. Sie springt an, Vollgas geben, dann läuft sie, dreht allerdings nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, je länger sie läuft, desto langsamer wird sie auch ohne Luftfilter. Ansonsten ist vielleicht der Krümmer völlig verstopft, dass sich dann nachher, weil je länger sie läuft, so viel aufbaut, aber das erklärt wieder nicht, wenn ich den Benzinhahn zumache, dann fing sie an, normal hochzudrehen und ging dann logischerweise aus, weil kein Sprit mehr da war. So. Den Vergaser nochmal auseinander gehabt. Das Schwimmerniveau nochmal nachgestellt. Das schien mir so, als wenn der immer ein bisschen flutet. Mal probieren. Genau das gleiche. Solange der Benzinhahn auf ist, das war anfangs Vollgas. Erst als ich den Benzinhahn zugemacht habe, da kommt sie dann in die Hufe. Aber das ist doch. Gucken wir uns die Kerze nochmal an, ist sie wieder versoffen. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Oh, die ist wieder pitschnass. Die ist wieder pitschnass. Also ich sag mal, gut, die Düse, die Hauptdüse, ist ein Ticken zu groß. Da soll eine 58er oder eine 60er rein. Und es ist eine 64er drin. Das ist natürlich eigentlich auch dann deutlich zu groß von der Düse her. Muss ich aber nochmal genau gucken. Also das steht jetzt in dem Handbuch für den Motor. Also für den neueren Motor mit der Startkupplung. Ich weiß nicht, ich müsste nochmal gucken, ob der ältere Motor, dieser hier, ob dafür andere Düsen vorgesehen sind. Boah. Ein Nebel hier drin, ich glaube, brauchen wir so eine Absaugung hier. Also wenn wirklich eine 58er rein soll und es ist jetzt eine 64er Düse drin, das ist natürlich zu wuchtig. Da muss ich dann mal gucken. Es ist eine Original-Bing-Düse drin, aber die hat der Besitzer auch
selber reingebaut und neu gemacht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was vorher drin war. Das ist natürlich spannend. Und ich habe so eine Düse, meine ich, nicht da, weil ich glaube, Vergaserteile waren bei meiner 442 gar nicht dabei. Aber da müsste ich vielleicht noch mal im Keller doch noch mal die Kiste auspacken, ob da nicht doch irgendwelche Vergaserteile noch dabei waren. Und notfalls könnte ich natürlich mal bei meiner 442 die Düse ausbauen, hier einbauen, weil ich meine, das wären dann im Grunde genommen 2 bis 3 Nummern zu groß. Das wäre natürlich dann so eine Geschichte, wo man sagt, dass sie dann ein bisschen oder so zu fett läuft. Also ich find's fast ein bisschen wuchtig. Also ich sag mal, dass sie mit einer zu großen Düse zu fett läuft, ja. Aber dass sie dann so sich wirklich langsam, du gibst Vollgas und anstatt, dass sie sich frei brennt, wird das immer mehr. Und Schwimmerstand ist aber korrekt. Notfalls werde ich mal zum Testen meinen Vergaser da drauf packen. Mal sehen, was sie da damit sagt. Müsste ich meine 442 nochmal wieder aus dem Keller rauskramen. So, dann bin ich mal in Erfolgserlebnis. Da habe ich immerhin schon mal einen Scheinwerfer rangebaut. Der muss natürlich noch angeschlossen werden, aber... So, da steht meine. Da werde ich mal nachgucken, welche Düse da drin ist. Und ich werde nochmal in den Unterlagen gucken, welche Hauptdüse hier rein muss. Also wie gesagt, nach dem Büchlein hier, aber das ist mit handbetätigter Startkupplung, das ist also der neuere Motor. Ist auch hier schön, die ganze Fehlerbeschreibung. Schwimmergehäuse läuft über. Frühzündung, Motor springt schlecht an. Der Vergaser, Aufbau des Vergasers. Vergaser. Mofa. So. Bing 1851 und Hauptdüse 60 oder 58. Ja, 210er Nadeldüse passt, das habe ich gesehen. Die Nadelstellung, das passt auch. Also, das passt. Wollen wir mal gucken, ob der Motor gegenüber Fettung so empfindlich ist. Weil ansonsten muss ich eben halt eine kleinere Düse bestellen. Ich muss ja eh noch warten, bis Ersatz für den Ninja-Stern da ist. Aber immerhin, der Motor grundsätzlich läuft er. Und das soll es für heute auch erstmal sein. Es ist schon wieder 10 vor 6. Und da mache ich mal morgen weiter. Irgendwann ist auch mal gute Dinge. Die Garage muss mal ein bisschen ablüften hier. Das ist ja... Aber ja, man sieht auch, hier ist... Das ist das alte Modell mit dem großen Kettenrad. Weil ich muss ja hier beim Starten, weil ich ja nicht direkt wie bei der anderen mit der Startkupplung arbeite, muss ich hier das Hinterrad erstmal ein bisschen auf Umdrehung kriegen, damit die Fliehkraftkupplung greift. Und dazu muss ich natürlich eine andere Übersetzung haben. Aber das funktioniert ganz gut. Also ich denke mal, wenn das mit dem Gemisch passt, dann sollte das auch alles so okay sein. Aber hier saut sie auch. Ich lasse mal über Nacht die Kerze raus, weil das ist hier vorne auch alles voll gesabbert. Ich habe das Gefühl auch irgendwie, der Motor ist in Sprit ertrunken. Aber wie gesagt, damit geht es morgen weiter. Ich weiß, dass sie erstmal läuft, das ist immer schon mal was. Und den Rest kriegen wir auch noch hin. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.